recht herzlich mit der Ausfahrt der RB23 nach Marit-Redwitz hier zum zweiten Teil in Maxhütte-Heidhof. Ja, wie gesagt, ich begrüße euch jetzt hier im zweiten Teil von unserer Tour mit mir und Ariane durch Franken und Oberpfalz zur RE2 Willkommenstour. Was werden wir alles erleben? Wir werden unter anderem jetzt hier im zweiten Teil die Strecke unsicher machen zwischen Regensburg und Hof. Wir werden uns ein paar verschiedene Spottingstellen aussuchen. Mal Bahnhof, mal Strecke und werden uns hier ein bisschen, jetzt wie gesagt, die Strecke unsicher machen. Wir haben jetzt heute immer noch Sonntag, den 15. Januar 2023. Wir haben jetzt 10 Uhr 10. 11 Uhr. Entschuldigung, wir haben jetzt 11 Uhr 10. Genau. Wir haben ungefähr minus 1 Grad. Ihr seht selber neblig bewölkt, aber trotzdem ganz gutes Spotterwetter und ja. Mal gucken, was wir so alles erleben werden. Hoffentlich ein paar schöne Sounddurchfahrten, Soundanfahrten und so weiter. Und ja, was bleibt mir denn nur noch anderes zu sagen, als euch viel Spaß beim Zuschauen zu wünschen. Weiterhin viel Spaß bei Teil 2 und in der Tour. Und Film ab! Schaut mal, Leute, dort unten ist der Bahnhof von Maxhütte-Heidhof. Da sind wir vorhin angekommen. Wir sind jetzt hier, obacht, ist ein bisschen glatt, hier den Weg auf die Brücke hier hochgelaufen. Stehen jetzt hier auf dieser geilen Brücke zum Spotten. Hier unten sind ein paar EA-Wagen abgestellt von Vascosa und auch andere EA-Wegen. Und da sind auch noch Schwellen. Schaut mal, Schienen und so. Sehr spannend. Von hier kommt jetzt dann durch der RE2 von München nach Hof. Mit Baureihe 218 und Doppelstockwagen, das müsste die Baureihe 218 498 sein, die wir vorhin schon in Regensburg gesehen haben. Und von der Seite kommt der RE25 aus Prag nach München, gezogen von der Baureihe 223 vom Alex, GD und Alex-Wagen, den italienischen. Welche Uhrzeit, sage ich euch dann nachher. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ja, und die ICE-Linie vom ICE habe ich euch vorhin drunter geschrieben, wie ihr hoffentlich schon gesehen habt. Ja. Boah, Leute, das war jetzt richtig knapp. Der kam ohne Vorankündigung durch. Puh. Der fuhr jetzt auf Gleis 2. Lasst mich kurz aufs Uhrchen schauen. 11.29 Uhr kam der jetzt hier durch in Maxhütte-Heidhof auf Gleis 2. Sehr geil. Boah, das war jetzt geil und richtig knapp hier. Leute, wir haben gerade eben mit einem sehr, sehr netten Lokführer gesprochen, AD, der in Regensburg stationiert war. Und der hat uns gesagt, dass es hier in Maxhütte-Heidhof Dampfzug-Sonderfahrten gibt. Immer samstags. Und dann da vorne gibt es auch ein Gleis, da hänge ich euch später mal noch ein Bild an. Das hat sich alles sehr plausibel angehört. Das heißt, wir werden den Bahnhof definitiv und die Strecke öfters hier besuchen. Und uns mal ausführlich machen, wie das hier mit dem Dampfzug ist. Ich habe jetzt auch schon mal gegoogelt, aber ich habe noch keine Antwort drauf bekommen. Aber wenn es was gibt, dann teile ich euch das natürlich mit. Leute, schaut mal, wir haben jetzt hier nochmal den Standort gewechselt auf die Brücke weiter hinten. Fahrt ist auch schon im Bahnhof. Jetzt kommt gleich rein, hier durch. Um 11.36 Uhr der RE2 mit der 218 498 als RE2 von München nach Hof. Sehr schön. Können wir hier in den EA-Wagen reingucken. Guck mal, da ist Schrott, war da drinnen. Sehr spannend auch mal in die offenen EA-Wagen reinzugucken. Hinter uns, dort drüben sind die orangenen Vasco-Wagen.
warten wir auf die 6.18 hier, ne? Boah, hier geht, hier auf der Brücke geht ein übelst kalter Wind. Die andere Brücke war richtig geschützt, aber hier ist es schweinekalt. Boah, wir gehen dann wieder rüber auf die andere Brücke oder am Bahnhof. So, da kommt das gute Stück. Volle Sound. Einfach genießen. Sehr schön, so muss das. Mal schauen, wo wir als nächstes hingehen. Sehr geil. So Leute, wie geht es jetzt weiter? Folgendes. Wir gucken uns jetzt hier an die RB23 von Marktredwitz nach Regensburg. Abfahrt um 11.49 Uhr hier von Gleis 1, Zolleinheit, Lind 41, Baureihe 623 von der Oberpfalzbahn, OPB. Und im Anschluss fahren wir dann mit dem RE40 eine Station weiter nach Schwandorf. Von Regensburg nach Nürnberg, Abfahrt um 11.55 Uhr. Auf Gleis 1? Ja, auf Gleis 2, okay. Also unser Zug nach Nürnberg fährt von Gleis 2 und die Oberpfalzbahn von Gleis 1. Das heißt also auch, dass quasi vorhin der Alex auf Gleis 1 und der RE2 auf Gleis 2 durchgefahren ist, genau. So sieht's aus. Der andere Zug ist eine Soloeinheit Baureihe 612 von DB Regio Bayern Franken oder Oberpfalz. Und weiter geht's. So Leute, das Fahrtsignal steht, das heißt der Zug kommt. Von der Szenerie gibt es gleich nochmal ein Bild und dann fährt unsere Soloeinheit Baureihe 612 von DB Regio Bayern Franken und oder Oberpfalz auch schon rein. So, jetzt kommt er rein, der 612er. Modernisiert sogar. Sehr cool. Vielleicht ist er der Regio TF vom Steuer. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß es nicht. Stimmt. Sehr geil auf jeden Fall. Gibt gleich noch ein Bild vom Zug. Dann sehen wir uns drin. So Leute, wir sind jetzt angekommen hier in Schwandorf, eine Station weiter. Wir gucken uns jetzt hier den RE nach Nürnberg an. RE40 Abfahrt um 12.08 Uhr, anschließend auf Gleis 4 den RE2 nach München. Baureihe 218 und Doppelstockwagen von DB Regio Bayern. Hier auf Gleis 4 und anschließend fahren wir mit der Oberpfalzbahn weiter nach Marktredwitz, um dann eventuell noch ein Highlight zu unternehmen, wenn das mit dem Deutschlandticket ginge. Das wäre natürlich gut, aber wir fahren auf jeden Fall mal einen TF, deswegen sage ich euch jetzt mal einen Zugbegleiter. Ich kann euch jetzt noch nicht zu viel versprechen, aber wenn das so klappt, dann könnte das ein Highlight geben nochmal für uns. Und die Strecke hier besuchen wir sowieso noch ein paar Mal, weil 2018, ihr seht selber, Bombe. Dann aber definitiv mit Regensburg zusammen. Dann fahren wir vielleicht gar nicht mehr durch bis Hof, sondern nur bis hier oder sowas. Ha, Bombe. Und wenn wir uns jetzt dann noch mal ein paar Stationen angucken auf der Strecke zwischen Schwandorf und Marktredwitz,
ob es auch noch ein paar schöne Stationen gibt zum Spotten für etwaige andere Videos. Ach, herrlich. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal ganz schnell den Bahnsteig entlang, um die 218 aufzunehmen. Was soll das jetzt? Leute, ich bin etwas verwundert. Auf dem RD2 fährt die Baureihe 612 und die Regio Bayern Franken als Ersatzverkehr für den 218. Das kommt ab und an mal vor. Das habe ich gewusst, aber schade, dass es ausgerechnet heute der Fall ist. Das ist richtig schade, das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Aber naja, solange wir dann später die 218 kriegen, ist mir das ja egal. Ne? Aber ist es dann mit Umstieg in, ist es dann Umstieg in Regensburg wahrscheinlich mit Ersatzverkehr? Sehr geil. Das Ganze war übrigens ein unmodernisierter 612er. Naja. Das nächste Zug, Personenzug, ist dann schon unserer. Lind 41, Baureihe 623 von Oberpfalzbahn, OPB. Als RB23 nach Machtredwitz, Abfahrt um 12.20 Uhr. Ja, auf Gleis 3. So, jetzt kommt der Lind hier reingefahren. So einfach das Lind. Perfekt angehalten und nichts los. Wunderbar, so muss es sein. Leute, ich bin glücklich, ein modernisierter Lind. Ich kann jetzt meine Kamera aufladen. Das heißt, es gibt dann wieder normale Kameraaufnahmen. Von der Strecke hier gibt es vielleicht nur ein paar Aufnahmen. Mal gucken. Da habe ich euch ja schon mal mit der Tour, wo wir, wie gesagt, die Alex-Abschiedstour gefahren haben, ein paar Videos aufgenommen. Die Strecke ist ja wunderschön, wie gesagt. Lohnt sich wirklich, auch mit der langsamen Oberpfalzbahn zu fahren. Auch wegen Lind-Sound und so, da habe ich euch den ganzen Zug auch mal vorgestellt. Video dazu ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Genauso würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Das kostet euch nichts, bringt mich enorm weiter. Dann natürlich dieses Video, diesen Teil und alle anderen Videoteile und Videos kommentieren natürlich. Noch Kritik, Anregungen und so weiter da lassen, liken, teilen und so weiter und so fort. Meine Videos. Dieses Video, diese Videoreihe und so weiter und so fort bei euren Freunden, Familien, Eisenbahninteressierten weiterempfehlen, meinen Kanal auch. Und wie gesagt, abonnieren kostet euch nichts und freut mich und bringt mich genau weiter. Jetzt geht's erstmal los. Wir sitzen direkt über dem Motor, was sehr gut ist. Oh, die Schafferin kommt. So Leute, mein Kamerababy ist wieder am Start. Zwar immer noch mit falscher Bildeinstellung, aber wie gesagt, das bekommen wir schon noch hin. Nehmen wir jetzt mal noch ein bisschen schöne Landschaft hier auf. Und dann die Einfahrt nach Machtredwitz, unserer Endstation. Mit diesem Zug zumindest mal. Ich mache ein bisschen hier drüben raus und versuche dabei standhaft zu bleiben, weil es hier drüben gerade viel schöner ist. Wow! Nächste Station, Erschließbarnitze. Next Stop, Machtredwitz. Dieser Zug
endet hier. Fahrgäste, bitte alle aufsteigen. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, bedanken uns für die Fahrt mit der Oberpfalzbahn und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ihre Anschlüsse. Erie nach Hof Hauptbahnhof. 13.53 Uhr, Gleis 4. AG nach Bayreuth Hauptbahnhof. 13.55 Uhr, Gleis 5. Erie nach Chip. 14.03 Uhr, Gleis 2. Leute, es ist gar nicht so leicht, in dem Lind standhaft zu bleiben, Alter. Ich musste ganz schön die Knie anstrengen, ja. Zum Ausbalancieren. Bis gleich draußen am Bahnsteig. So, wir sind jetzt auf Bahnsteig 2-3 gegangen und warten mal dort noch kurz was ab. Jo, das ist doch nicht mal eine ordentliche Soundausfahrt, ne? Das war der RE31 von Nürnberg nach Hof. Abfahrt um 13 Uhr. Uhr 53. Pünktlich auf Gleis 4 bei Reihe 612 Doppelzug von DB Regio von Bayern Franken. Ihr seht jetzt da gleich nochmal ein Foto von unserem Zug, der hat nämlich mehrere Namen. Und da drüben kommt der nächste Zug rein, und zwar die RB97 von Bad Steben nach Bayreuth. Planmäßige Abfahrt um 13.55 Uhr auf Gleis 5. Der Zug nach Bayreuth ist eine Solo-Einheit Baureihe 650 vom Agilis. Und jetzt schauen wir mal, was auf Gleis 2 uns da gleich erwartet.
Wahrscheinlich eine Soloeinheit Baureihe 612 von DB Regio Bayern, Franken, respektive Oberpfalz. Und wir haben da so einen kleinen Plan, den wir jetzt eventuell umsetzen, wenn es ein paar Sachen stimmen. Wenn nicht, ziehen wir gleich mit dem nächsten Zug nach Bayreuth. Das werdet ihr aber dann sehen. Es ist dann hier um 14.06 Uhr die RB 97 nach Bad Steben von Bayreuth, der Ankunft hat um 14.05 Uhr. Der hier fährt hier um 14.03 Uhr zurück nach Cheb. Ja, jetzt werden wir mal sehen, wie das alles so sein wird. So Leute, wir fahren jetzt mit dem 612er hier bis Arzberg an die Grenze und gucken dann mal weiter. Wir sitzen hier direkt über dem Motor, das heißt, es gibt richtig schön viel Sound. Da wird es jetzt auch ein paar richtig schöne Fahrtaufnahmen dann geben. Abfahrt haben wir um 14.03 Uhr. Los geht's mit dem 612er. Jetzt erstmal nach Arzbach, Arzdorf, wie auch immer. Arzbach, glaube ich, genau. Arzbach, genau. Auf dem Mod 631, genau. Vor dem Mod, in Ort. Gucken wir mal, was passiert. Jetzt gibt es ein bisschen Sound. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug von DB Regio Bayern. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Vážení cestující, srdečně vás vítáme ve vlaku společnosti DB Regio. Přejeme vám příjemnou cestu. Ladies and gentlemen, we would like to welcome you on behalf of DB Regio and wish you a pleasant journey. Dreisprachig gleich, Respekt. Ja, wir sehen uns nachher wieder bei der Einfahrt in Arzdorf. Leute, wir fahren jetzt gerade eben raus aus Arzberg. Jetzt müssen wir gleich über die tschechische Grenze fahren. Dann nehme ich euch mal ein bisschen raus, denn wir fahren jetzt nach Cheb. Wir haben uns doch dazu entschlossen, einen Haufen Geld zu investieren. Mit der Hoffnung, dass wir dort ein paar Knödelpressen sehen. Definitiv. Schauen wir mal noch raus. Schauen wir gleich über die also tschechische Grenze. Ne? Genau, langsam auf. Das wollte ich schon immer mal machen. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen. Ja. Über 20 Euro für 10 Minuten zu investieren, um wie gesagt ein paar Knüttelpressen zu sehen. Und wir haben noch eine Bahncard. Das könnt ihr euch vorstellen, wie teuer das sonst ist. Das ist eigentlich eine ziemliche Sauerei, so viel Geld zu verlangen für 10 Minuten. Aber naja, Bahnfahren ist teuer. Mhm,
Wir sind nach Grenzbahnhof raus. Ich glaube, jetzt sind wir gleich drüben. Oder sind wir schon drüben? Was ist denn hier die Station? Doch, das schaut mir ziemlich danach aus. Schaut mal, da könnte Grenzposten sein. Ehemaliger. Ah, das schaut mir doch sehr danach aus, dass wir jetzt vielleicht in Tschechien drin sind. Nee, schön Ding, okay? Noch nicht. Nee, noch nicht, okay? Dann noch aus Deutschland. Dann kommt der nächste Bahnhof, der tschechisch ist. Weil. Das da drüben hat trotzdem schon nach irgendwie Grenzposten oder sowas ausgesehen. Das kann es auf jeden Fall nicht mehr lange dauern. Ich wandle tatsächlich auch so ein bisschen auf den Spuren von meinen Vorfahren, weil mein Opa, der kommt ja aus der Gegend. Das ist ziemlich spannendes. Kommt aus Asch, das ist in der Nähe von Scheb, glaube ich. Ja. Ziemlich interessant. Meine Strecke ist jetzt nicht unbedingt spektakulär oder so, aber man kann schon von sich behaupten, in Tschechien gewesen zu sein. Außer wir beide. Okay, jetzt sind wir gleich drüben. Hier ist die Autogrenze, okay. Dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen in Tschechien. Herzlich willkommen. Ich mache dann bei der Einfahrt den Chip wieder an. So, jetzt kommt gleich die Einfahrt nach Chat, meine Lieben. Einfach mal genießen. Deutschen Abschnitt wahrscheinlich. Ja. Nein, was ist das für ein kleines? Die TCS-Stadt auskaufen. Cool. Die TCS-Rabatte. Cool. Wir können von hier noch was lernen. Die haben hier sogar auf den totalsten Landstrecken. Die TCS. Und was haben wir? Wir haben es nicht mal auf unseren Hauptstrecken gefühlt. Also. Oha. Das scheint ja ein richtig großer Bahnhof zu sein. Geil, was ist das für eine RB da hinten? Oh, das ist ein Schade, das ist ein Panther, das ist ein tschechischer Panther. Echt? Hat sich gelohnt oder hat sich gelohnt? Okay, es hat sich definitiv gelohnt. Schau dir das an. Ach du Schande. Oh yes. Oh, das ist ein Riesenbahnhof. Da drüben ist der Knödelpresse. Oh yes. Und Haifisch und Fischerling. Oh je. Okay, Junge. Das ist auf jeden Fall gelohnt. Es hat sich so gelohnt. Das ist so gut investiertes Geld. Ja. Was für ein geiler Bahnsteig. Wow. Wow. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Geil. Ah, wir kommen auf H2 an. Nee, Gleis 2. Bist du bis mehr Luis die Bravo? Bravo? Okay, wir haben Bravo gemacht. Voll, das ist ein L-Chat-Wagen. Interchat. Geil. Leute, wir sehen uns draußen wieder. Leute, ich muss euch das einfach zeigen. Schaut euch mal diesen Bahnhof an. Ich dachte, das ist hier vielleicht ein Mini-Bahnhof. Aber das Chep so riesig ist. Schaut euch das mal an, diese große Gütergleisanlagen. Bei der Einfahrt habt ihr schon den Lokschuppen gesehen und die Gleisanlagen im Vorfeld. Und boah, schaut euch das an. Und die breiten Bahnsteige, sowas gibt es bei uns alles gar nicht. Boah.
Ultra hammer geil, Leute, einfach mega. Leute, da kommt eine Regio Panther reingefahren auf Gleis 5 von der Czechske 3. Huiuiuiuiuiui. Schade, ja, da bleibt stehen. Aber ich zoome euch mal ran, da könnt ihr euch den angucken. Es fährt gleich die Agilis raus. Nach Machtrecht wird es über Schönding. Abfahrt um 14.31 Uhr. Hier von Gleis 4. Soloeinheit, Baureihe 650 von der Agilis mit dem Namen Naila. Von dem es jetzt erstmal noch ein Bild gibt. Gleis 1 fährt jetzt ein IC ein nach Prag, Havla Nastraji, Abfahrt um 14.33 Uhr pünktlich. Auf Gleis 1 gezogen von der Chedi Werbevectron mit ganz vielen Chedi Reisezugwaren dran. Cool. Wirbt für Rang Tschech, was auch immer das bedeutet. Cool. Wir gehen gleich vor für die Ausfahrt filmen. Und hier, der fährt nach Bohumin, heißt Ostravan und ist der IC 515. Geil. Schaut mal, ich nehme an, dass dieses Signal hier Langsamfahrt bedeutet in Tschechien. So, Vectron fährt los, Sound genießen. Leute, in Anbetracht dessen, dass hier so viel Verkehr ist, lohnt sich definitiv mal auch vielleicht ein Check-in, eine Tour zu machen. Weil ich meine, hier ist Bahnfahren auch relativ günstig, aber nur so nebenbei. Jetzt fährt dann der Agilis raus mit 5 Minuten Verspätung. Hoffentlich, da kommt bestimmt noch mal einer. Da hinten steht auch einer. Stimmt. Wir werden uns dann mal rübergehen und den Pesa angucken, wenn der Agilis 650 raus ist mit 5 Minuten Verspätung. Um 14.36 Uhr ist dann gleich hier auf Gleis 4. Ja. Ach Leute, ich bin der glücklichste Mensch dieser Erde. Entschuldigung, wir sind die glücklichsten Menschen der Erde. Sind gleich ein Bild von dem Regio Panther dort hinten, Zweiteiler. Und wir gucken mal, was uns jetzt hier noch so alles erwarten wird. Schaut mal, da kommt ein Regio Panther rein auf Gleis 4. Und auf Gleis 5. Als Regionalbahn nach Kralovy Vory. Sehr geil. Gibt es gleich bei der Ausfahrt. Der fährt raus um 14.39 Uhr. Sehr geil.
Wald, der vorhin da hinten herrangiert worden ist. Der wird rausrangiert, draufrangiert, der schaut neu aus mit Werbung für Pelsenski-Krei. Geil! Entschuldigt mich für die Aussprache. Ja, entschuldige mich bitte dafür. Mal keine Ahnung, ich nehme mal an, dass das hier die tschechische Baureihe 651 ist, dass das hier bedeutet CD für Tschechske, dann Tschechske Drahi, dann 94, 54, 1, 6, 51, 201-6. Geil. Zwei Regiopanther, hey, traumhaft. Leute, der Pesa, den ich euch gerade eben angehängt habe, der fuhr von Gleis 8C aus und der fuhr von Gleis 5 aus. Okay, Gleis 5 ist das Gleis hier vorne. Hier ist Gleis 7, das rechte Gleis ist Gleis 8. Was ist dann das Gleis da in der Mitte? Auch Gleis 5? 3, nee, ist Gleis 6, oder? 3? Ja, das ist in der Mitte des Gleis 6 dann, okay. Interessant. Interessant. Der Pesa fuhr auf jeden Fall um 14.41 Uhr aus. Nach wohin sage ich euch gleich? Wartet mal kurz. Der fuhr aus nach Lubi Achebu. Sehr geil, der fuhr nach Lubi Achebu. Also wie gesagt, entschuldigt mir die ganzen Dings, die ganzen Aussprachen. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool hier, also es läuft schon. Meine Verspätung schon mal drin. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall mal den Pesa Link dann auch noch sehen. Oder irgendwie. Und uns den mal von innen anschauen können. Das wäre sehr schön. Mal gucken, den Regio Shark. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier den hier nach. Den Regionalzug nach Karlovy Vary an. Baureihe 651204-0. Seht ihr, ich hatte recht. Sehr schön. Der fährt jetzt dann gleich raus. Mit 5 Minuten Verspätung um 14.44 Uhr und dann gucken wir, was da sonst noch so passiert hier. So, Fahrtsignal steht, das heißt, es geht los. Na, vielleicht kriegen wir auch ein schönes Makro oder so. Dort vorne kann man auch die Bahnhofsgeschichte angucken, das gucken wir uns dann mal an. Das ist der gleiche, ich glaube nur, dass dahinter modernisiert ist. So sieht's aus. Danke für den Handgruß und Gruß zurück an diesen netten TF. Leute, hier ist das Transporterparadies für Deutsche. Mhm. Auch wenn wir keine Knödelpresse sehen sollten an dem Güterzug, wir kommen hier definitiv wieder her und wir werden sie definitiv hier sehen. Oh, Hammer, jetzt passiert erstmal eine Weile nichts mehr bis um Viertel nach. Deswegen hoffen wir, vielleicht kommt doch noch irgendwie was Gütemäßiges oder so. Und wenn nicht, gehen wir jetzt mal da drüber auf Gleis 1 und werden uns mal ein bisschen so die Bahnhistorie da drüben angucken. Vielleicht kann ich euch auch ein bisschen was zeigen. Ja. Schaut mal, dort unten ist die Bahnhofsunterführung. Die sind alle übelst sauber hier. Wir gehen mal nach draußen zu den Bussen. Guckt euch das mal hier an. Mit den Mosaiksteinen und so. Ja, nicht schlecht. Ne? Wir gehen mal nach draußen zu den Bussen. Oh ja. Okay, wir bleiben da. Oh ja, ja, ja. Boah, schau mal, wie geil die Türen sind. Oha, yes. Oh ja, wir bleiben hier mal ein bisschen Busse gucken hier, oder? Schaut euch das an. Mhm. Wow, schaut euch das an. Da vorne, schau mal, hier steht ein Bus.
keine Ahnung, was die, wie viele Busse haben. Aber geil. Da vorne steht ein Setra, glaube ich, von der Regiobus-Chat. Regio-Chat, den gucken wir uns, glaube ich, mal von der Nähe an. Schaut mal, da kommt ein Iveco. Das ist Linie 4. Den habe ich euch gerade eben hier auch schon fotografiert. Hier sind Irisbusse, das sind diese mit den bauchigen Frontdingern und Ivecos. Dann gibt es hier noch so kleine Ivecos, von denen habe ich euch auch ein Bild mitgemacht. Ziemlich geil, also. Leute, ich sage euch, hier ist was los. Ultra geil. Hier scheint es zwei Firmen zu geben, die Firma CH. CH heißt Dobravny Potnik Chip. Und dann gibt es hier noch was anderes. Da steht Karlowatski Krai oder sowas. Ziemlich cool. Also Leute, hier ist was los, hier werden wir definitiv öfters kommen. Hei, hei, hei. Schade, dass heute so Sonntag ist. Weil ich glaube, unter der Woche steppt hier am Bahnhof und am Busbahnhof der Bär. Wir warten jetzt mal noch die Ausfahrt des Regio-Chats ab und dann gehen wir wieder Richtung Gleise. Regio-Chat-Bus. Keine Ahnung, relativ, dauert nicht mehr so lange, glaube ich. Ein Regio-Chat-Bus. Das Ganze ist ein Irisar-Reisebus. Auch nicht schlecht. Von dem gibt es jetzt erst mal ein schönes Bildlach. Und dann hoffen wir, dass der gleich losfährt. Schaut mal, da kommt ein Iveco reingefahren. Ja, ist zur Abschiedung wahrscheinlich. Da hinten fährt gerade einer in die Abstellung zum Feierabend. Die Linie 4 ist das, die vorhin kam. Den schauen wir uns auch mal an. Jetzt noch der Regio-Chat Abfahrt um 15 Uhr in 3-2 Minuten und dann, ja, gehen wir wieder am Bahnhof. Schaut mal, da kommt ein Bus der Linie 8. Wieder ein Iveco, sehr geil. Die habe ich auch noch nie gesehen, die Iveco-Linienbusse. Was ich hier alles erlebe mit euch. Hier fährt die Linie 6 und jetzt der Regio-Chat. Leute, der Bus ist Hightech, der hatte elektrische Kofferklappen. Könnt ihr euch das vorstellen? Irre. Bis gleich am Bahnhof. Leute, wir gehen jetzt mal durch, hier durch den 844-004-2 von einer Czechski 3 vom Regio Shark. Schaut mal, der heißt Karlowatski Krai, Pesa Poland, das ist der Hersteller, hier seht ihr mal das Fahrgestell. Czechski 3. Hier geht es erste und zweite Klasse Bereich. Hier seht ihr mal die Tür. Wir gehen mal weiter. Hier seht ihr irgendwas mit U. Regio Shark, Czechski 3. Jakobsdrehgestell, weil das ist ein zweiteiliger. Hier seht ihr die verschiedenen Bremsberechnungen. Dann seht ihr hier
CD 94 45 5 844 004-2. Zweite Klasse, hier ist der Motor drinnen in dem Regio Sharp. Lang ist er von Puffer bis Puffer 43,73 Meter und von Drehgestell bis Drehgestell 34,04 Meter. Dann schaut ihr uns nochmal das Fahrgestell an. Und hier ist nochmal ein zweiter Pesa. Da ist auch Carlo Waski Kreis, sehr geil. Ist der 016? Ich würde sagen, wir marschieren jetzt mal kurz in den Zug rein und gucken uns mal so einen tschechischen Pesa Link von innen an. Boah, hier riecht es aber gut drinnen, Wahnsinn. Schaut euch das mal an, wir gehen mal hier in den oberen zweite Klasse Bereich. So sehen die zweite Klasse Viererplätze aus, mit Tisch und Mülleimer, mit Gepäckdingern und Jackenhaken. Hier nochmal. Das Ganze gibt es hier nochmal. In gleicher Ausstattung und hier auch nochmal. Jetzt können wir uns nochmal so ein bisschen anschauen, schaut mal. Dann gibt es hier hinten auch nochmal einen Zweierbereich. Ob es jetzt hier Steckdosen gibt, wage ich zu bezweifeln, aber es ist auch nicht schlimm. Es ist einfach ein Pesa Link, ist einfach ein geiler Zug. Oh, schaut mal. Hier seht ihr, wohin der Zug überall fährt und überall hält. Das ist der OS 7005 nach Karlovy Vary. Können wir uns mal anschauen. Gehen wir mal runter, gehen in den Türbereich. Der sieht so aus. Wenn es geklappt hat, gibt es ein paar Bilder. Auf jeden Fall übelst geil. Schaut mal, hier gibt es ja auch noch so Durchgangstüren hier. Richtig cool mit Haltestangen, Notsitzen. Hier auch. Notbremse. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal weiter durch. Guckt euch das mal an hier. Was das da bedeutet, ja, aber hier seht ihr die verschiedenen Notrufnummern sogar angezeigt. Sehr geil. Hier ist wieder so ein Viererplatz. Hammer. Hier auch Viererplatz. Gehen wir mal hier nach oben. Hier sind auch wieder so Viererplätze. Hier sind noch ein paar Zweierplätze, die so aussehen. Hier gibt es wieder zwischendrin am Gitter Haltestangen zum Durchgehen. Schaut mal, die haben ja sogar Klapptische an den Zweierplätzen, sehr geil. Also ein richtig cooler Zug, muss ich sagen. Hier auch. Hier ist wieder ein Viererplatz. Hier könnt ihr jetzt mal die Haltestellen sehen, die ich mir vorhin schon gesagt habe, wo er überall hinfährt. Ja, könnt ihr nicht, das ist spiegelt ein bisschen. Hier gibt es sogar kleine Gepäckablagen. Nochmal ein Zweierplatz. Nee, haben sie nicht. Doch. Wo? Tatsache, die haben dort unten Steckdosen, man sieht sie nur nicht. Das ist mal eine richtige moderne Ausstattung hier. Gehen wir mal hier runter, hier ist auch noch ein Notsitz. Hier sind dann ein paar Fahrradstellplätze und normale Sitze für Rollstuhlfahrer und so weiter und so fort. Hier ist ein großes behindertes direktes WC. Notbremse.
Hier ist auch nochmal so ein Bereich. Jetzt gehen wir nochmal hier durch. Schaut mal. Hier ist ein Mülleimer sogar zur Mülltrennung. Vorbildlich. Und hier ist der nächste Bereich. Nochmal hier bestehend aus Viererblässen. Hier ist nochmal der Viererplatz. Hier gibt es einen Dreierplatz. Und dort vorne die erste Klasse Plätze, die schauen mir richtig bequem aus. Nicht so wie bei uns. Schaut euch das mal an. 4 plus 2 Bestuhlung auf der Seite. Hier könnt ihr das euch mal angucken, wie es hier aussieht. Die Kopfstützen finde ich mal mega geil. Gucken wir mal, wie es hier für Zweierplätzen aussieht. Okay, schaut mal, auch mit Rückenlehnen und so, natürlich auch mit Dingsen, mit Klapptischen. Dann gibt es hier noch diesen Platz hier mit diesen wunderbaren zwei Einzelsitzen hier. Und diesen Einzelsitz. Also Leute, ich muss sagen, der Pesa hier, der hat mich richtig überzeugt. Die sind deutlich besser wie unsere Pesas. Schaut mal, die haben sogar ein Sonnenrollo hier. Ultra krass. Ja, es ist ein geiler Pesa, muss man sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder nach draußen. Und ihr könnt euch die Bilder dann so ein bisschen ansehen. Oh, da drüben ist der Zug auf Gleis 1 mittlerweile reingefahren. Auf Gleis 1 ist nochmal ein Regio Panther eingefahren. Ein Regio Panther. Als Regionalverkehrszug. Wohin, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das schaue ich euch aber gleich. Der hat Abfahrt um... Jetzt pünktlich um 15.17 Uhr auf Gleis 1. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich würde ja gerne den Pesa beim Abfahrtssound hören, aber das werden wir uns leider nicht mehr erlauben können. Weil unser Zug 2 Minuten später fährt und das mega knapp wird. Der Regio Panther ist, glaube ich, auch ein tschechischer Zug. Ja. Ihr seht jetzt nochmal ein Bild vom Bahnhofsgebäude hier. Nochmal ein Bahnhofsbild so ein bisschen und dann sehen wir uns in unserem Zug wieder, wo ihr auch ein Bild seht. So Leute, der IC aus Prag um 15.27 Uhr hat 10 Minuten Verspätung, was hier die absolute Ausnahme ist. Die sind ja eigentlich alle bis auf die Minute pünktlich. Wir haben nämlich gerade mit unserem Lokführer gesprochen. Der war richtig, richtig nett. Der hat uns auch schon hergebracht. Wir haben jetzt so 10 Minuten uns über alles Mögliche unterhalten, über Eisenbahnzeugs und so. Und der hat gesagt, hier ist alles pünktlich. Das ist sehr untypisch. Aber es ist uns egal. Wir fahren jetzt dann, der bringt uns jetzt dann gleich wieder nach Machtredwitz zurück. Ja, so sieht's aus. Abfahrt um 15.33 Uhr, sprich in. Paar Minuten. Nee, weniger. Eine Minute. Sehr schön.
gibt es erstmal diese Handausfahrt und dann machen wir Brotzeit. Wir haben uns nämlich tschechische Leberkäse geholt, was richtig gut wird. Das wird richtig gut. Die haben so eine spezielle Semmel, keine Ahnung, aber es wird, glaube ich, richtig lecker. Das ist ein bisschen Sesam, so wie so ein Dönerbrötchen. Ist auf jeden Fall ziemlich gut, wird auf jeden Fall ziemlich lecker, glaube ich. Ja. Und deswegen muss man einfach, macht direkt jetzt wieder. Da kommt irgendeine Lok da hinten, aber eine einzelne. Wir werden sie bei der Ausfahrt sehen. Ja, da wollte ich da hinten stehen. Ah, Montag geht los. Ja. Das heißt, jetzt wo die Montag losfahrt, unser Lokführer uns hat gesagt, dann fahren wir. Vielleicht sehen wir den ja öfters. Wäre nett. Ich denke, der wird öfters hier auf der Strecke. Und wir haben jetzt schon gesagt, wir werden definitiv öfters herkommen. Der Bahnhof hat bei uns definitiv den Test bestanden. Ja. Und ja, ich frage mal noch einen anderen Späßel von mir, wie das Bahnfahren in Tschechien so ist, ob das relativ günstig ist und ob es irgendwelche Tagestickets gibt. Wenn ja, könnt ihr jetzt schon 100% sicher sein, dann werden wir auch mal die Tour hier durchmachen. Unsere erste Auslandstour. Ja, und jetzt ziehen wir gleich mal hier raus. Ja, wir haben uns hier in die Bahn ein bisschen verliebt, kann man nicht sagen, aber ein bisschen vernarrt. Ich glaube, das trifft ganz gut. Ja, was ist? Jetzt haben wir es in Tschechien. Ja. Wir sind jetzt in Cheb. In Tschechien. Ich glaube, du musst dir das mal schreiben. Ich habe das mal ausgestattet. In Tschechien. Ja. Spontane Entscheidung. Wir fahren gerade zurück nach. Ja, wir fahren jetzt gerade zurück. Nach Deutschland. Ja, Cheb. CH. Ja, CHEB. Ja, ich habe euch da ein bisschen was zu erzählen. Ja. Ja. Okay. Nein, über die Bahn und was hier so läuft und so. Eine Knödelpresse. Leute, wir haben doch noch eine Knödelpresse gesehen. Da ist sie. Eine GDKO-Knödelpresse. Ach, jetzt haben wir alles gesehen. Zwar nicht in Fahrt, aber hier im Stand. Ja. Leute, läuft bei uns. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und wie gesagt, kommen wir definitiv wieder mal öfters her. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug von DB Regio Bayern. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ladies and Gentlemen, we would like to welcome you on behalf of DB Regio and wish you a pleasant journey. Vážení cestující, srdečně vás vítáme ve vlaku společnosti DB Regio. Přejeme vám příjemnou cestu. Hammer. Genau. Es hat einmal drei Ansagen, Deutsch, Englisch und Tschechisch. Genau. Ach, geil. Jeder Cent hat sich gelohnt. Ich muss meinen Scheiß jetzt fressen. Ja, ja, es war schon halb kalt wahrscheinlich, aber schmeckt trotzdem geil. Wir sehen uns dann bei der Einfahrt in 20 Minuten in Markt Dretwitz wieder. Bis dahin. Leute, wir haben ein dezentes Problem. Wir hatten 5 Minuten Verspätung, zu viel zum Thema Czechski Drahi und Deutsche Bahn. Und unser RE31 nach Hof ist uns davon gefahren. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier eine Stunde warten, hoffen auf einen Güterzug oder sowas und sehen uns dann hoffentlich auf unserem Soundplatz im RE2 nach München, der in der Stunde kommt. Das war jetzt gerade eben die RB... ...97 nach Bayreuth, Abfahrt um 15.55 Uhr, heute mit wenigen Minuten Verspätung um 15.58 Uhr auf Gleis 5, Soloeinheitbahnreihe 650 von Magilis. Genau.
Schaut mal, jetzt fährt dann gleich noch unser Zug hier raus, mit dem wir gekommen sind, der RE33 nach Cheb. Abfahrt um 16.03 Uhr auf Gleis 2. Das Ganze ist ein Baureihe 612 Solo-Triebzug von DB Regio Franken und oder Oberpfalz. Von dem seht ihr dann noch ein Bild. Und dann fahrt er raus. Auf Gleis 5 fährt jetzt rein der RE31 von Hofen nach Nürnberg über Kirchenlaibach. Abfahrt um 16.07 Uhr hier auf Gleis 5, Doppeleinheit Baureihe 612 von DB Regio Bayern Franken. Und Leute, es wird langsam richtig unangenehm mit einem richtig kalten Wind. Aber die Stunde werden wir schon irgendwie überstehen. Ja, komm von Hof. So, der Zug nach Cheb fährt raus. Zug nach Nürnberg ist eingefahren, den nehme ich euch bei der Ausfahrt auf. Ja. Währenddessen wir vorlaufen, kommt auf Gleis 3 rein, die RB97 nach Bad Steben von Bayreuth. Die RB97 ist eine Solo-Einheit, Baureihe 650 von der Agilis Verkehrsgesellschaft. Den gucken wir uns aber jetzt nur hier bei dem Vorbeigehen bei der Einfahrt an. Sehr schön. Schaut euch mal diesen internen Bildstabilisator an. Ist geil, oder? So, der 612er, der RE nach Nürnberg fährt jetzt raus. Rechtzeitig. Ah, Sound geil. Herzliches Dankeschön geht an den TF zurück, an den Handgruß. Schaut mal hier im Güterbereich von Machtredwitz, ist leider gar nichts los. Aber es kommt ja dann gleich noch die RB23 raus um 16.17 Uhr, habt ihr vorhin gehört. Von Gleis 1 nach Ringsburg über Weiden, Soloeinheit mit 41, Baureihe 623 von der Oberpfalzbahn OPB. Genau. So, da kommt die Agilis-Baureihe 4650 jetzt schon rein nach Bayreuth. Mit wenigen Minuten Verspätung, Abfahrt um 58 auf Gleis 5. Boah, Jungs und Mädels, ich hoffe, ich komme zu meiner Zugball. A ist mir kalt und B muss ich mal ganz schnell wohin. Schau mal, auf Gleis 2 kommt die Agilis rein, nach Hof. Die RB95, Abfahrt um 17.03 Uhr. Ja. Der Zug nach Hof fährt raus. Der Zug nach Bad Steben kommt rein. Jetzt um 17.03 Uhr hat er 3 Minuten Aufenthalt und dann kommt unserer. Ich drehe mich mal um.
Ah, ist noch ein bisschen weiter weg. Mach ein Kleid an. Ah, schön, bei der Stimmung kommt es gleich die 218er hier rein. Sehr, sehr schön. Ihr wisst gar nicht, was das für eine Nervensäge ist manchmal. Furchtbar. Mit solchen Leuten gebe ich mich manchmal freiwillig. Naja, was soll's. Macht ja auch Spaß mit denen, aber es ist auch verdammt anstrengend, Leute, wisst es gar nicht. Ist egal, wer es von denen ist, mit denen ich immer so fahre. Bald werdet ihr vielleicht nochmal jemanden neu hier auf dem Kanal sehen, den Andi. Der ist deutlich weniger anstrengend, denke ich mal. Ja. Sehr schön, da ist sie, die 218. Ah, die bewegte. Sehr schön, Platz ist frei. Wir sehen uns gleich drinnen wieder. Schaut mal, Leute, das sind die bequemen Dostos, die allerbequemsten Dostos. Mit den Sitzen, das finde ich, sind die besten Dostos, die wir so haben. Steht leise. Jetzt fahren wir, schaut mal raus, Leute. Gleis Abfahrt, es gibt voll bis zu 18er Soundausfall hier, das macht Tretwitz. Schön. Einfach genießen, Leute. Auch so gut nach Diesel, Leute. Ach, traumhaft. Jetzt einfach nur mal um den Sound, Leute. Traumhaft.
Der nächste Halt ist der zweite. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Ich würde sagen, ich halte jetzt einfach bei der Einfahrt und bei der Ausfahrt dann den Sound aus. Allerdings, ob vorne oder hier, werden wir mal gucken. Schön, volle Latte 218er Bremssound. So muss das. Ach du heilige Maria, Mutter Gottes. Bitte für den Sünder jetzt und der Stunde unseres Todes. Amen. So viele neue Leute. Nun ja, zu verkraftet es aber. Hoffentlich kommt nicht alle zu uns vor. So muss das sein. Es müsste einfach Geruchsfernsehen geben. So ein schöner Sand. Traumhaft. Für unseren Doppelstockwagen von Oberdeck, Unterdeck, Zwischendecks, dann vom erste Klasse Wagen das Oberdeck, dann unten das Unterdeck mit Netzwerkbereich und den einen von den beiden anderen veränderten Seitenbereichen, eine residentisch, wo wir sitzen. Und den anderen Wagen, der sieht so unten aus wie der erste Klasse Wagen unten der zweiten Klasse und der Oberdeck schaut so aus wie unser in der zweiten Klasse oben. Und ich glaube, Doppelstock-Steuerwagen, wisst ihr selber, wie ein Doppelstock-Steuerwagen oben in zweiter Klasse Bestuhlung ausschaut, so wie unserer. Und unten mit Behinderten-WC und so einem großen Mehrzweckbereich wisst ihr, glaube ich, auch. Weil von den beiden Wagen gab es leider kein Rundflugbild, weil sie ja ziemlich voll waren. Ja, so viel noch dazu. Das war so nicht geplant. Aber ich stehe hier direkt über dem Drehgestell. Ach, okay.
Der Gegenzug war dann wieder ein 612er, gell? Was? Der Gegenzug war der 612er. Okay. So, die Ausfahrt gibt es dann wieder vorne mit Sound am Fenster von der Lok, ne? So, Leute, los geht's. Soundabfahrt pur. Einfach wieder genießen wie vorhin. Auf jeden Fall. Haben wir möglichst jetzt so 18409-1 vorhin kommen. Ja, genau, im Bewegdesign. Das müsste aber auch die sein, die wir vorhin schon links bloß haben lassen. Ja, das ist doch genau. Das ist die. Ja, genau. Ja. Das ist der mit dem Steuerrad. Wenn er mal ranpackt, Alter. Leute, ernsthaft, es müsste Geruchsfernsehen geben. Ja. Ihr solltet es vielleicht nicht durch den Mund einatmen, den Lungenkrebs, aber es ist einfach geil. Platz hier ist eindeutig der beste Platz. Also wenn ihr Sound haben wollt, 218 Sound, hier auf den Platz setzen. Unbedingt. Leute, wir sind jetzt bei einem Endspruch. Dann machen wir mal die Soundeinfahrt hier bei der Lok vorne auf. Alles rein nach Innsbruck. Warum ich halte ich mal mein Fenster raus? Ich denke eins. Ja, wobei das andere Fenster auf der Seite ist besser, weil das sieht man auch nichts. Ich kann aber hier raus. Das war 18 im Leerlauf, hat auch was, Leute.
schon flott. Okay, wir gehen noch mit 46 vorne drauf. Den Lokwechsel könnt ihr euch ja vorstellen. Vorne am Dosto kommt Nummer 46 und die wird hier wegarrangiert. Das will ich euch, wie viel es geht, aufnehmen. Sehr gut. Nee, ich nehme es von hier drinnen auf. Ist besser. Und die 146, die kommt vorne drauf, aber das seht ihr dann im Bild in München. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen oder so, dass irgendwas nicht zu sehen gäbe. Oh, wir kommen sogar wieder auf Gleis 1 an, okay. Auch nicht schlecht. So, verabschiedet euch von eurem Kommentar zu 18-409-1. Bumsfeuer. Ja, wir steigen alle hinten an. Ja. Dann fahren wir genug weit vor. Sehr schön. Ich hoffe, man kann irgendwas erkennen. Wir fahren jetzt raus. Aus Regensburg. Mit wenigen Minuten Verspätung um 49. Ich nehme euch jetzt die Ausfahrt auf und dann je nach Lust und Laune die Einfahrt in München im Hauptbahnhof noch von hinten. Und dann gucken wir mal. Erstmal standhaft bleiben. Ne? Schöne Ausfahrt, gefällt mir. Hatte ich es auch noch nie. Stimmt. Ja, das gefällt mir, die Ausfahrt. Entschuldigt, dass gewackelt ist heute. Ist ein bisschen wackeln. Ich muss versuchen, immer bei den ganzen Weichen standhaft zu bleiben. Ja, doch, das rausfilmen ist cool. Das sieht dann die Einfahrt in München auch noch hinten raus. Und mit der restlichen Fahrt chill ich mein Leben. Das habe ich mir jetzt verdient. Nach der ganzen Arbeiterei. Und genießt die Fahrt ein bisschen hinten raus. Mike, kann man kurz sagen, wie schnell wir fahren? 38 war mal gerade? Ja. Sehr geil. Das macht der Motor auch immer so. Schön. Man denkt, der macht jetzt einen Schaufelbrett. Mhm. Ich glaube, der geht jetzt mit 160 durch, ne? Das sind noch die 160, oder? Mhm. Geil, schaut das an, Leute. 140. Das ist eine schöne Ausfahrt gewesen, oder? Ja. Ich halte euch jetzt noch raus, bis wir ein bisschen beschleunigt haben und dann werde ich mit München wieder die nächste Fahrt fahren. Habe ich geträumt, da stand da hinten die CL. Wo? Oh. Laufstellung. Ja, wir sehen jetzt eh nicht mehr so viel, deswegen sehen wir uns bei der Einfahrt in München. Ja, aber das sind immer noch. Das ist, glaube ich, nochmal. Ich muss erstmal standhaft bleiben hier. Halleluja. Aha, schaut mal, da geht es noch ein bisschen weiter. Schirmbahnhof vorbei. Ja. Das war ganz genau am Schirmbahnhof vorbei. Und da war die Mietkranzbahn 185 und die 185 von der BK-Gruppe. Halleluja. Hey, das war doch mal gut, einen kleinen rauszuhalten. Ein paar Containersachen sehen wir hier noch. Cool. Sehr cool. Hat sich doch noch gemacht. Leute, die DB hat im Ernst gerade in die Klimaanlage angeworfen. Ich berichte euch in München, wie es gelaufen ist. Es ist, keine Ahnung, ob es an der 146er liegt, aber die 218er hat schön geheizt. Erst zu die 146er kühlt runter. Ja.
Habt ihr sogar noch eine Zug durchfahren und den Bahnhof gesehen? Ich melde mich in München wieder. Bis dahin. So Leute, wir fahren jetzt rein in den Bahnhof. Hier ist der Bahnhof von Leim. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was. Ja, doch, man sieht was. Sehr gut. Ich nehme euch mal ein Video an. Oder kommt ein ICE 2. Sehr geil. Ich nehme euch mal ein Video an, wo wir bei Tag gefahren sind, wo ich aus dem Alex draus gefilmt habe. Und natürlich die anderen drei Teile. Wisst ihr, ne? Ah. Bahnhof Hirschgarten. Links ist die ICE-Werkstatt. Schön, ich weiß gar nicht, ob einfach eine Winterstrecke was sieht, aber ich glaube nicht. Da rechts ist die Strecke für die zweite Stammstrecke, die Baustelle. Hell beleuchtet. Da hinten im Rot ist das gleiche Teil in 2 von der Werdenfelsbahn, Doppelzug. Unter Umständen. Ja. Jetzt kommt Donnersberger Brücke. Oh, ein kleines Fahrt, okay. Gabi Mireo Doppelzug. R9 nach Ulm und Augsburg. Okay. Aber gleich an der Hackebrücke vorbei. Ich sehe jetzt gleich ein paar Bilder, da sind wir uns in der RB74 wieder. Ein Doppelmops, 4 Teiler. Vom Fahrtwerk in München. Das und das. Krebs und Kerzen, mal sichert. Oh, wir kommen an auf Gleis 25, okay.
und sogar wieder pünktlich. Wir haben die Verspätung reingefahren. Oh, Entschuldigung. Also quasi mit einer Minute Verspätung fahren wir rein, statt fünf. Oh, nein. Sehr schön. Wie gesagt, ich sehe jetzt gleich ein Bild von unserem Doppelstockwagen, von unserer Lok. Und dann sehen wir uns wieder im Mops drin. Oh, guck mal, da fährt ein Zug raus. R3 nach Passau, okay, um 20.20 Uhr von Gleis 26. Gut, wir sind jetzt gleich wieder in der RB74. Hier angekommen in RB74. Ihr habt noch ein paar Bilder gesehen. Ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt hier. Ich nehme für euch nichts mehr auf. Das ist schon wieder lang genug. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich tatsächlich bei euch. Bedanke mich, dass ihr die drei Teile und generell den dritten Teil hier und generell die ganze Tour mit mir und Arian durch Bayern, mehrheitlich Franken und die Oberpfalz und Niederbayern geguckt habt. Wir haben sehr viele spannende Sachen erlebt. Zum einen im ersten Teil die Fahrt im Alex und den Zugverkehr in Regensburg. Dann natürlich im zweiten Teil die Fahrt in der Oberpfalzbahn und was wir in Cheb erlebt haben. Dann natürlich auch noch jetzt die Rückfahrt im Teil 2, was wir dazu erlebt haben. Alles andere, was wir noch erlebt haben. Und ja. Sollte euch das Video so gut gefallen haben wie mir, wisst ihr, was ihr tun könnt. Natürlich meinen Kanal abonnieren. Das kostet euch nichts und bringt mich enorm weiter. Dann natürlich auch gerne die ganze Tour weiterempfehlen, an anderen Videos weiterempfehlen, teilen, liken, kommentieren. Natürlich unter dieses Video Lob, Kritik, Anregungen und so weiter drunter schreiben. Und ja, meinen Kanal, alle meine Videos und diese Tour und dieses Video bei euren Freunden, Familien, Eisenbahn, Interessierten und so weiter weiterempfehlen. Und wie gesagt, meinen Kanal abonnieren würde mich sehr freuen. Genau. Was bleibt mir dann nur noch anderes zu sagen, als vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier auf dem Kanal von Züge in Bayern. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, euer Robin. Bis gleich zum Outro.